Gespräche. Eine rechtliche Handhabe haben wir da nicht. Übrigens strahlen auch die Sterne der beiden Luxushotels bei den Steuern nicht gerade hell. 2010 zahlte Schloss Beensberg bei gut 10 Millionen Euro Umsatz nicht einmal 28.000 Euro Steuern. Schloss Leerbach erwirtschaftete laut Bilanz Verluste und zahlte nichts. Die Steuermisere ist das große Tabu in der Stadt. Die Unternehmen halten sich bedeckt, die Politik schweigt betreten. Zu peinlich sind die Zahlen, die immer wieder durchsickern. Zahlen, die nahelegen, dass hier längst nicht jeder seinen Obolus für das Gemeinwesen entrichtet. Dass man mitnimmt, was geht, aber nicht zurückgibt, was möglich wäre.